Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Montag bis Freitag zwischen 12 und 13 Uhr haben wir wirklich die unterschiedlichsten Menschen und Chefs hier aus den unterschiedlichsten Branchen. Und da ist heute Eiko Erdmann zu Gast von Rhein-Main Fassadenreinigung. Hallo Eiko, herzlich willkommen. Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Sehr schön. Und wenn du hier so rausschaust, ich meine, gut, zugegebenermaßen heute sehen wir nicht allzu viel, ne? Aber wie findest du es hier bei uns? Ja, der Ausblick ist sensationell, definitiv, ja. Ja, du, Eiko, ganz kurz die Vorstellung, sag mal, was macht Rhein-Main Fassadenreinigung? Was muss man sich darunter vorstellen? Wie der Name eigentlich schon sagt, Rhein-Main Fassadenreinigung, haben wir uns spezialisiert auf das Reinigen von Fassaden und bieten eigentlich damit die preiswerte Alternative zum Neuanstrich. Und wenn ich sage wir, rede ich von meinem Geschäftspartner und Freund Ivan Krakan und meiner Wenigkeit. Sehr schön. Und genau darüber sprechen wir jetzt in der nächsten Stunde, weil da hast du natürlich auch ganz viel Wissen. Wir haben uns eben schon so ein bisschen unterhalten, was man manchmal gar nicht denkt. Ne? Warum werden Fassaden gereinigt? Warum ist Streichen eigentlich gar nicht notwendig? Wie entsteht eigentlich dieser ganze Schmutz? Ja, das sind alles Fragen, die man sich sonst eigentlich nicht stellt. Und wir klären die heute. Das wird ganz interessant. Jason Derulo haben wir mit Take You Dancing. Und davor haben wir einen jungen Mann, Ed Sheeran, der funktioniert momentan richtig gut, oder? Immer hörbar, ja, definitiv. Ja. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Montag bis Freitag zwischen 12 und 13 Uhr haben wir hier mal ganz interessante Menschen sitzen, die uns ein bisschen was erzählen können über ihre Branche. Und da haben wir heute Eiko Erdmann zu Gast von Rhein-Main Fassadenreinigung. Und Eiko, du musst mir wirklich jetzt mal erklären, wie kommt man eigentlich in diese Branche? Bist du irgendwann morgens aufgestanden und hast gedacht, zack, das will ich machen? Genau so war's. Okay. Also natürlich nicht. Ja, also ich habe ja schon erwähnt, wir sind zu zweit, also mein Partner Ivan und meine Wenigkeit, er kommt aus der Hausmeister-Service-Branche und ich habe ein bisschen was mit Hausverwaltung zu tun gehabt und ja, uns ist vermehrt aufgefallen, wie so ein Gebäude mittlerweile aussehen, wie verdreckt und verschmutzt. Und da wir beide so ein bisschen noch ein zweites Standbein gesucht haben wir gesagt, okay, komm, beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema. Und so sind wir dann nach ein bisschen googeln und suchen auf eine Möglichkeit gefunden oder gestoßen, wie man sowas reinigen kann. Okay. Und das war dann der Anfang vor knapp 5 Jahren jetzt, ja. Ah, euch gibt's 5 Jahre jetzt. Jetzt insgesamt. Fast, ja. Okay, zu wie viel seid ihr eigentlich? Insgesamt zu viert. Insgesamt zu viert. Mhm. Eine schöne Truppe? Gediegene Gruppe? Perfekt, entspannte perfekte Truppe? Gruppe, ja, definitiv, ja. Okay. Nur Männer? Nur Männer, ja. Oha, keine Frauenquote? Noch nicht. Noch nicht. Wir arbeiten dran wahrscheinlich. kann ja alles noch kommen. Ja. Sag mal, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so eine Reinigung eigentlich ab? Ist eigentlich verhältnismäßig einfach. Wir haben ein spezielles Reinigungsmittel, mit dem wir uns bedienen. Das wird von uns auf die Fassade aufgesprüht. Es muss eine Zeit lang einwirken und das löst dann den Befall. In der Regel reden wir von Algen und Pilzen, die sich dort gebildet haben auf der Fassade. Das löst es schon, diese ganze Verschmutzung. Zweiter Schritt wird dann sein, dass wir es danach abwaschen. Also wir haben zwar auch einen Hochdruckreiniger, aber mit speziellen Düsen. Das heißt, wir beschädigen auch da keine Fassade. Das ist immer so die Angst, die viele haben, dass wir mit dem Hochdruckreiniger drangehen. Das ist der Klassiker. Ja. Wir waschen dann die Fassade ab und der dritte Step ist, es wird nochmal von uns eingesprüht und das ist nochmal eine Desinfizierung, eine Versiegelung, dass sich diese Algen halt so schnell nicht mehr bilden. Und das ist recht einfach. Okay. Und wenn du sagst Algen, wie kommt man denn dazu? Also mit Algen denke ich jetzt ans Meer, an den Ozean. Fast das Gleiche, ja. Fast. Und wenn ich hier mal so rausschaue, also ich sehe weder ein Meer noch ein Ozean noch sonst irgendwas. Wie kommt es denn zu so einer Verschmutzung? Ja, das ist so ein Bauphysik-Thema. Man muss sich so vorstellen, oder fangen wir so rum an, früher wurden Häuser ganz normal Stein auf Stein gebaut, innen und außen Putz drauf und gestrichen und fertig, gut war's. Und innen im Haus wird geheizt, das heißt, die Wände waren nicht so dicht, das heißt, es ist immer Wärme aus dem Mauerwerk ausgetreten und hat die Fassade dann mehr oder weniger die Oberfläche etwas warm gehalten, überspitzt gesagt. Mhm. Jetzt in den letzten Jahren wurde ja hauptsächlich nur noch Stein gebaut und dann mit Vollwärmeschutz von außen versehen, also Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmung, wie man es auch kennt. Das Problem dabei ist dann, dass das Mauerwerk und die Außenfassade komplett voneinander abgekoppelt sind. Das heißt, wir haben permanent eine Kühle, gerade durch nachts, Taupunkt, und dann bildet sich Tauwasser auf der Fassade und die sind mehr oder weniger Nährboden für die klassischen Algen und Pilze, die es dann da gibt. Und das sind diese schwarzen, grünen oder auch roten Flecken, die es dann eben aufsieht. Diese unschön, ja.
definitiv unschön. Ja, definitiv. Chef on Air heute mit Eiko Erdmann von Rhein-Main-Fassadenreinigung. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Und wir sprechen heute mit Eiko Erdmann, weil der Eiko sich auskennt mit Reinigung, Fassadenreinigung und uns hier schon ganz interessant erzählt hat, dass wir hier überall Algen haben. Ja, das muss man auch erstmal wissen, ne? Wo das überall, alles, ja. Ja, wo das herkommt. Und du sagst ja, man muss eigentlich gar nicht streichen, reinigen, das hilft schon. Warum reinigen statt streichen? Gut, das, was ich ja vorhin gesagt habe, die meisten Fassaden heutzutage sind ja mit diesen schwarzen oder grün-roten Flecken zu. Und da ist in der Regel sogar die Fassade noch mehr als intakt. Und da kommen wir dann natürlich und reinigen das. Ein Vorteil natürlich für den Besitzer des jeweiligen Hauses oder Gebäudes ist natürlich, wir sind viel, viel preiswerter als ein Anstrich, ganz klar. Und sind auch viel schneller. Also da hat der Kunde eigentlich nur den Riesenvorteil. Okay. Wie sieht das aus? Welche Fassadenarten können eigentlich gereinigt werden? Kann alles gereinigt werden? Gibt es da Ausnahmen? Wir können eigentlich fast alles reinigen. Okay. Also wir machen auch hauptsächlich, das Hauptgebiet ist natürlich Putzfassaden, der Klassiker. Wobei wir auch Metallfassaden, also Hallenbau oder auch Stein- und Klinkerfassaden oder Klinkerstein reinigen können. Das auf jeden Fall. Das Einzige, was wir nicht machen, ist die klassische Glasreinigung. Dafür gibt es dann andere Spezialisten. Ja, ja. Und da sind wir komplett außen vor. Die Spezialisten, die kenne ich hier auch. Du siehst ja, wir haben ja dieses gläserne Skyline-Studio hier. Das muss ja auch hier, die Fenster müssen ja auch geputzt werden. Ja, Hut ab in der Höhe. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Im 27. Stock. Ich frage mich immer, meine Güte, die müssen ja komplett schmerzfrei sein. Also das ist schon eine krasse Nummer. Also ich gehe davon aus, meine Kollegen, also ich weiß es, würden hier sicherlich auf die Barrikaden gehen. Also das wäre kein Job für uns, definitiv nicht. Also da könnten wir machen, was wir wollen. Also das würden die Jungs nicht machen wollen. Also in so einer Höhe, das ist dann schon mal eine andere Nummer, ne? Keine Chance, ja. Ja, das glaube ich, weil das ist wirklich, wir sind hier in über 100 Metern Höhe. Ne? Das ist schon im wahrsten Sinne des Wortes eine Hausnummer. Ja. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Heute mit dem lieben Eiko Erdmann, Rhein-Main-Fassadenreinigung bei uns zu Gast. Wir haben schon viel, viel gelernt von dir, Eiko. Ne? Sehr schön. Das ist wirklich interessant, da mal irgendwo Einblick zu bekommen. Das sind ja Dinge, da denkt man normalerweise gar nicht drüber nach. Ne? Auch Algen und was eigentlich gereinigt werden kann und warum es wirklich besser ist zu reinigen, dass man nicht immer streichen muss. Ne? Das sind auch alles Themen, wie ich finde, das ist auch mal praktisch zu wissen einfach. Ja, aber die wenigsten beschäftigen sich damit natürlich, bis dann mal die eigene Hausfassade verdreckt ist und dann viele nehmen es leider hin und rufen dann irgendwann den Maler an und lassen halt sich dann das wieder streichen, was aber natürlich in den meisten Fällen Blödsinn ist, weil man wirft viel Geld aus dem Fenster. Der Chef on Air, Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Und heute verschönert uns im wahrsten Sinne des Wortes Eiko Erdmann von der Rhein-Main-Fassadenreinigung. Das höre ich gerne. Du verschönerst uns. Natürlich. Ist ja so im Endeffekt. Sag mal, für diese Arbeiten, wie sieht denn das aus? Wir haben schon vorhin gerade mal drüber gesprochen, also hier in über 100 Metern Höhe ist die Arbeit für euch nicht wirklich möglich, ne? Aber wie ist das? Ihr müsst ja auch irgendwo mal vielleicht draufklettern, dranklettern, I don't know. Werden für die Arbeiten eigentlich ein Gerüst benötigt? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, genau. Das brauchen wir nicht. Mhm. Das ist auch mitunter ein Punkt, warum natürlich auch für den Kunden das eine immense Preisersparnis ist. Also alles, was jetzt bis Höhen von 8, 9 Meter ist, arbeiten wir mit sogenannten Lanzen. Mhm. Da kommen wir an jede Ecke und können entspannt das reinigen, die Fassade, beziehungsweise den ganzen Schmutz runterwaschen. Mhm. Sollten es dann doch mal höhere Gebäude sein, jetzt nicht gerade hier die im 27. Stock, aber alles bis 40 Meter, das schaffen wir dann schon mit ganz normalen Arbeitsbühnen, mit denen wir dann anrücken. Und dann kommen wir auch an jede Ecke. Also das passt dann schon. Sehr gut. Und wir sind natürlich auch schnell, das ist klar. Ne? Also Gerüst bauen dauert ja eine Zeit lang, bis es aufgebaut, abgebaut, steht eine Ewigkeit. Stimmt. Sieht auch nicht unbedingt schön am Haus aus. Ja. Und da sind wir natürlich auch schnell wieder weg. Mhm. Stimmt, ist auch ein zeitlicher Aspekt. Hast du recht. Definitiv. Kosten und Zeitersparnis, ja. Wie sieht's aus? In welcher Region reinigt ihr Fassaden? Also wie der Name schon sagt, Rhein-Main-Fassadenreinigung. gehen wir eigentlich, wenn man es jetzt mal überspitzt sagt, im Norden ungefähr bis Marburg, Gießen. Mhm. Wenn man runtergehen, Osten würde ich jetzt mal sagen, Fulda, Aschaffenburg, Miltenberg. Mhm. Im Süden unten Odenwald, Bergheim, ist mal die Bergstraße. Und im Westen, Mainz, Wiesbaden, Bingen. Mhm. Okay. Um die Ecke. Also diesen Großraum bedienen wir dann, ja. Okay. Wie sieht's aus? Ist so eine Fassadenreinigung schädlich für die Umwelt? Das denkt man ja mal irgendwo automatisch. Und da seid ihr aber auch ganz nachhaltig unterwegs, ja? Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, genau. Also das, was wir machen,
Wir legen jeweils an der Fassade, am Sockel legen wir sogenannte Auffangwannen auf oder aus. Das heißt, die ganzen Algen, Pilze, Verschmutzung und natürlich unser Wasser, was wir zum Reinigen nehmen, läuft da die Fassade hinunter. Wir fangen es auf dieser Auffangwanne auf, pumpen das in unser Fahrzeug zurück. Da haben wir eine sogenannte Dirtbox, nennt sich das, wie passend, okay. Mit speziellen Filtern. Und da wird dann der ganze Schmutz so gefiltert, dass wir das Wasser, quasi wieder sauberes Wasser rausbeziehen und das wieder zur Reinigung benutzen. Also haben wir da jetzt kein Thema, kein Problem, dass irgendwas irgendwo ins Grundwasser läuft oder irgendwelche Pflanzen vergiftet werden, zumal auch alles, was wir benutzen, nicht kennzeichnungspflichtig ist. Das heißt also, das ist alles umweltfreundlich. Okay, sehr gut. Ja, weil Nachhaltigkeit, das wird ja immer größer geschrieben. Ganz Thema. Klar, natürlich, ja. Und wie muss man sich's vorstellen? Wer sind so eure Kunden? Kommt da alles auf euch zu? Fast alles. Fast alles, also, ja? Klar, es geht beim Einfamilienhausbesitzer los, über Mehrfamilienhäuser. Also wir haben natürlich Hausverwaltungen, Baugenossenschaften, große Firmen, für die reinigen wir. Und natürlich auch der Privatkunde, ganz klar. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Wir sind heute ganz gereinigt mit Eiko Erdmann von Rhein-Main-Fassadenreinigung. Und Eiko, wenn wir dich jetzt kontaktieren möchten, wie geht das denn? Das ist eigentlich verhältnismäßig einfach. Entweder natürlich der klassische Internet, rhein-main-fassadenreinigung.de oder Facebook oder Instagram, rhein-main-fassadenreinigung.de. Okay, wie sieht's aus, wenn ich dann Kontakt zu dir aufgenommen habe? Wie ist die Abwicklung dann danach? Das ist eigentlich verhältnismäßig einfach und geht auch recht schnell. Also wir nehmen dann danach einen Kontakt mit dem Kunden auf, schauen uns seine Fassade an, das heißt machen einen Vororttermin, reinigen dort auch natürlich kostenlos eine kleine Probefläche, um dem Kunden zu zeigen, wie das Ergebnis wirklich wäre. Mhm. Das ist, denke ich, mir recht fair für den Kunden, dann weiß er genau, was kostet ihn der Spaß und okay. Wie ist das Ergebnis. Okay. Danach kriegt er ein Angebot erstellt. Und dann werden wir hoffentlich beauftragt. Interessant. Dankeschön an dich heute, Eiko Erdmann bei Chef on Air zu Gast. Und wir spielen jetzt noch RHP mit Höher, Schneller, Weiter. Warum spielen wir das? Ja, Memories, alte Erinnerungen. Frankfurter Szene will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber damals, ich war noch jünger und viel unterwegs, war das so der Aufstieg, würde ich mal sagen. Und da hat man... Ja, RHP gehört. Sehr gut, dann würde ich mal sagen, geben wir uns jetzt einen kleinen Flashback mit RHP. Chef von R war heute Eiko Erdmann zu Gast. Ich bedanke mich und wünsche noch alles Gute für die Zukunft. Danke, hat mich gefreut.